begrüßen Sie mit mir unseren Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl. Freunde, ihr habt es nicht nur verdient, mich zu hören, sondern auch zu sehen. Dann stellen wir uns heute in den Wind. Hier bin ich. Dankeschön. Es ist kalt geworden in Deutschland. Das merken wir heute nicht nur auf dem Platz, das merken wir, wenn wir uns sehen, wie wir in der sozialen Frage stehen. Deswegen, liebe Freunde, Arbeitnehmer, Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, liebe Aufstocker, liebe Rentner, liebe Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder von Zentrum, von Rüsselsheim, liebe Gegner, ich begrüße euch in Eisenach. Ich grüße Sie im Namen von Alarm, dem alternativen Arbeitnehmerverband Mitteldeutschland. Wir kämpfen für die Arbeitsplätze in Eisenach. Wir kämpfen für die, die von Altersarmut bedroht sind, die von Minirenten leben. Und ich sage Ihnen eins, unsere Alten, unsere Eltern und unsere Großeltern haben es verdient, dass sie gute und anständige Renten bekommen. Und dafür stehen wir. Liebe Patrioten, was hat uns die Arbeit der Sozialdemokratie mit den Altgewerkschaften gebracht? Schauen wir uns das mal an. Sie hat uns die Agenda 2010 zusammen mit dem SPD-Kanzler Schröder gebracht. Das waren Leiharbeit, befristete Jobs, Hartz IV, Armutsrenten, Aufstocker. Ich sage euch, die SPD hat abgewirtschaftet. Wenn wir sie uns heute im Bundestag ansehen, diesen Trauerhaufen, wenn wir ihn sehen, wie er sich nicht entscheiden kann zwischen sozialen Fragen und Machterhalt, dann sage ich euch eins, die Rolle der SPD ist wenigstens in Ostdeutschland zur Bedeutungslosigkeit verkommen. Aber ich sage euch eins, es geht noch schlimmer als die SPD, das sind diese Ideologieprojekte der Öko-Chaoten und dieser PDS-linken Kommunisten, die da immer wieder anstehen und sagen, wir versuchen unser Deutschland, koste es, was es wolle, kaputt zu machen. Sie gefährden mit diesen Projekten nicht nur die Arbeitsplätze in ganz Deutschland, sondern vor allen Dingen hier in Eisenach. Und das ist die Schande. Wenn ihr überlegt, dass Ramelow, dieser Linke, hier stand und Elefantentränen vergießen wollte, ob der Verluste an 900 Arbeitsplätzen, dann kann ich euch erzählen, was diese Linken und diese grünen Chaoten im Bundestag machen. Und was dazu führt, dass ich frage, handeln die nur noch schizophren? Sind die so oder können die nicht mehr anders? Sie gefährden den sozialen Frieden zwischen Ost und West. Ich will es euch erläutern. Energie. Wir haben den teuersten Strom in Europa. Die Energiewende der Altparteien ziehen uns 370 Milliarden Euro aus der Kasse. Dieser Irrsinn der Verspargelung da oben in Eisenach und weiter kostet 100-mal so viel, als wenn wir die Ost zu den Westrenten angeglichen hätten. ThyssenKrupp sagt, 2.500 bis 3.000 Arbeitsplätze können in Deutschland nicht mehr gehalten werden. Ein Grund dafür ist die Verlagerung der Arbeitsplätze der Stahlproduktion. Die energieintensive Stahlproduktion würde sich in Deutschland nicht mehr lohnen. Das ist das Ergebnis von linker und grüner Ideologiepolitik. Das ist das. Aber es geht weiter. Diese Öko-Chaoten opfern die Arbeitsplätze der Automobilbauer auf dem Tablett. Liebe Freunde, ich will es euch erläutern. Die AfD hat im Bundestag gefordert, die Verordnung des Europäischen Parlaments betreffende Emissionsnorm für neue Personenkraftwagen nicht umzusetzen. Das heißt, es gibt eine neue Öko-Richtlinie von Europa und wir sagen, die wollen wir in Deutschland nicht anwenden.
Interessanterweise sind von dieser neuen EU-Richtlinie nur die Herstellerflotten betroffen, die in Deutschland ansässig sind, die also ein bestimmtes Level der Mittelklasse bauen. Für im Ausland Ansässige, zum Beispiel Ferrari und sowas, die werden von dieser Richtlinie gar nicht betroffen. In Deutschland wird dann regelmäßig eine Strafzahlung von bis zu 4.000 Euro pro Pkw fällig. Und das zugunsten des EU-Haushalts. Ich sage Ihnen, das, was die Linken, die Sozis machen, ist nicht in Ordnung. Wissen Sie, wir haben im Bundestag beantragt, macht bitte diesen Unsinn nicht mit, setzt diese Richtlinie nicht um. Was haben die Altparteien gemacht, die Linken und die Sozis? Sie haben uns ins Gesicht gelacht. Und wer uns ins Gesicht lacht, der lacht auch dem arbeitslosen Eisenacher Autobauer ins Gesicht. Das kann nicht sein. Wir als AfD haben im Bundestag beantragt, dass die Stickoxidgrenzwerte überprüft werden. Wir haben darauf hingewiesen, dass der europäische Grenzwert viel zu niedrig ist. Die USA bzw. die Wissenschaft kennen ganz andere Grenzwerte. Das Gesundheitsministerium hat zugeben müssen, dass Erkrankungen und Todesfälle deswegen nicht erkannt werden konnten. Und was haben die Altparteien gemacht? Die Sozis und die Linken, die auch die Gewerkschaften anführen, sie haben unseren Antrag innerhalb des Bundestages verlacht. Sie haben gegen ihn gestimmt. Sie haben die arbeitslosen Mitarbeiter der Automobilindustrie, der Motorenindustrie, der Zulieferindustrie einfach ins Gesicht gelacht. Und das ist die Schande, hier zu stehen und zu sagen, wir fordern neue oder wir fordern den Erhalt der Arbeitsplätze und gleichzeitig im Bundestag gegen den Erhalt der Arbeitsplätze im Bundesgebiet zu arbeiten. Das ist schizophren, das ist nicht normal und das müssen wir brandmarken. Es geht sogar noch weiter. Es sind nicht nur die Anträge der AfD, die nicht unterstützt werden. Es sind eigene Anträge. Die Linken beantragen, Subventionen für Dieseltechnologie zu beenden. Sie fordern, die Steuern auf Energie zu erhöhen. Sie fordern, die Hersteller zu aufwendigen, teuren Hardware-Nachrüstungen der Pkw zu verurteilen. Freunde, da wird künstlich eine Hysterie erzeugt, der durch die Linken und die Grünen, die eine Skepsis bei den Käufern hervorruft, bei den internationalen und nationalen Käufern. Das führt natürlich zu Rückgängen bei der Produktion und das führt zu Rückgängen bei dem Absatz von Pkw und Nutzfahrzeugen. Und das müssen sich bitte schön die Altgewerkschaften und insbesondere die Linken und Grünen überlegen. Die linke Politik, die Politik, die die Gewerkschaften, die IG Metall bestimmt, ist keine Politik mehr, die sich an den Interessen der deutschen Arbeitnehmer interessiert. Ich sage Ihnen, es interessiert in Deutschland keinen Linken mehr, wie es in Deutschland zugehen wird. Und ich sage Ihnen, wenn diese Politik so weitergeht, dass Ostdeutschland das Armenhaus unserer Republik werden würde, das ist eine Schande. Liebe Freunde, liebe Patrioten, wir hatten das Geld, um Millionen von Flüchtlingen in Deutschland aufzunehmen. Und wir haben das Geld, sagt die Bundeskanzlerin, um diese Politik auch sogar noch fortzusetzen. Aber ich sage Ihnen, es ist festzustellen, dass diese Einwanderung in unsere Sozialsysteme nicht nur Probleme biblischen Ausmaßes hervorbringt. Nein, diese Einwanderung wird zur Verelendung unserer mitteldeutschen Landsleute führen. Ich gebe zu bedenken, dass bereits heute in unserem Land der Anteil der Rentner überwiegend ist gegenüber dem Anteil der Rentner in den neuen Bundesländern. Ich gebe zu bedenken, dass diese Rentner, die in den nächsten Jahren in die Rente gehen und neue Rente beantragen müssen, ihr Erwerbsleben seit 1989 dadurch geprägt ist oder bestimmt wurde von Arbeitslosigkeit, von Weiterbildung, von Minijobs, von Leiharbeit, von Mindestlohn. Es wird dazu kommen, dass die ostdeutschen Rentner eben nicht nur weniger Rente beziehen,
sondern dass diese Rente regelmäßig in der Grundsicherung endet. Und ihr wisst, was Grundsicherung ist. Grundsicherung ist die Sozialhilfe für Rentner. 40% der neuen Rentner werden auf Sozialhilfe angewiesen sein. Und ich weise darauf hin, Freunde, das geht nicht einfach so, dass man zum Amt geht und seine Sozialhilfe beantragt. Nein, der Rentner muss sich nackig machen, muss offenlegen, seine Kinder werden angeschrieben, ob die nicht zahlen wollen oder können. Und erst dann erhält der Rentner Sozialhilfe. Und ich sage euch eins, eure Eltern werden alles tun, aber sie werden nicht zum Amt gehen, um zu sagen, bitte schreibt meine Kinder an. Ich sage euch, die bittere Armut wird in deutschen Rentnerhaushalte einkehren. Und das wird so weitergehen, wenn wir nicht kämpfen gegen die Sachverhalte, dass Leiharbeit im Ostdeutschland der Standard ist und dass Mindestlohn und Leiharbeit dann zum Schluss ein Einkommen bilden, die niemals zu einer auskömmlichen Rente führen. Frau Merkel, die SPD, die CDU versprechen seit Jahren, seit, glaube ich, jetzt seit der dritten Legislatur, dass die Angleichung der Ost- und Westrenten erfolgt. Wenn man sich überlegt, wie viel Geld wir rauspulvern für Integrationskurse, für begleitende Maßnahmen und so weiter und so fort. Und es ist immer noch so, dass wir Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung Ostrentner weniger Rente bekommen als Westrentner, dann muss ich euch sagen, es wird Zeit, dass wir dagegen die Stimme erheben. Die Altparteien haben diesbezüglich versagt. Die Linke und die Sozialdemokraten vertreten nicht mehr die Interessen des einfachen Volkes. Ich habe es vorhin am Beispiel des Automobilbaus erläutert, dass hier einfach Arbeitsplätze der fleißigen Arbeitnehmer wegrationalisiert werden, die hier noch Geld verdient haben und dann wieder ins Hartz-IV-System eingegliedert werden oder als Aufstocker mit Minilöhnen durch die sozialpolitische Elend gehen. Die Altparteien sind moralisch und politisch am Ende. Das ist so. Wir als AfD, wir haben die Notwendigkeit, uns diesen sozialen Fragen innerhalb der Gesellschaft zu stellen. Beide Parteien, die Sozialdemokraten wie auch die Kommunisten, sind nicht mehr in der Lage, Antworten auf die Fragen zu geben, die unser Sozialstaat in diesen Jahren aufstellt, die wir in Ostdeutschland gelöst haben müssen. Wir als AfD müssen uns nur bücken und sagen, ja, wir heben diese Fragestellung auf und wir wenden unser Gesicht zum Volk. Dazu ist es wichtig, dass wir auch im Arbeitnehmerbereich tätig werden. Der Aufschrei, den die Gewerkschaften tun müssten, der fehlt. Die Gewerkschafter kassieren satte Gehälter, Aufsichtsratsbezüge und im Gegenzug nicken sie große Abfindungen für die Vorstandsvorsitzenden ab. Aber ich habe noch keinen einzigen Aufschrei der Gewerkschaften, kein ordnungsgemäßes Handeln gesehen, um die Drängnisse, die wir mit der Agenda 2010 erfahren haben, zurückzufahren. Ich sage euch, ich habe es im Bundestag erlebt, wie die Gewerkschaften Angst um ihre Freunde haben. Genau vor einer Woche saß ich im Bundestag und da erhebt ein Gewerkschaftssekretär, genauer eine Gewerkschaftssekretärin der IG Metall, jetzt auch gleichzeitig Mitglied der PDS Linken oder wie die gerade heißen, die Forderung, dass Alarm und die alternativen Gewerkschaften aus den Betrieben herausgedrängt werden müssen, um eine einheitliche Vertretung der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Das wäre ungefähr das Gleiche, was Ramelow gesagt hat. Also beide vertraten eine Parteilinie. Ich muss euch sagen, ich habe dann das Wort ergriffen und der Abgeordnetenkollegin erläutert, dass ich das kannte, eine Meinung, eine Gewerkschaft, eine Vertretung. Das hieß damals FDGB und das war eine Scheißlösung, das muss ich mal so sagen. Diese Forderung auf Zurückdrängung der alternativen Gewerkschaften, die sind hier in Eisenach sogar handgreiflich vertreten worden. Soweit sind wir mittlerweile schon, dass die Kollegen von IG Metall und DGB nicht mehr diskutieren können, es nicht mehr aushalten, mit uns zu sprechen, nicht mehr aushalten, dass wir die besseren Anträge im Bundestag stellen.
Wir stellen den Antrag auf Änderung des Teilzeitbefristungsgesetzes, dass wir sagen, dass diese unseligen Kettenarbeitsverträge abgeschafft werden. Und was machen die Kommunisten und die Sozis? Nichts machen sie, weil sie mit der AfD nicht zusammenarbeiten wollen, weil sie nicht mehr im Interesse der Arbeitnehmer handeln wollen, weil sie nur noch ihre eigene Freundin sicher wollen. Und wie es Verdi macht, das hatte ich euch schon erläutert. Verdi hat auch tatsächlich in Niedersachsen gefordert, klärt die Belegschaft auf, erkennt den AfDler, selektiert den AfDler und sorgt dafür, dass er aus dem Betrieb fliegt. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind übelste Stasi-Methoden, die hier Verdi gegen alternative Arbeitnehmervertreter annimmt. Freunde, ich fordere euch auf, ich bitte euch, kämpft mit uns dafür, dass unsere Alten eine Rente erhalten, die ihre Lebensleistung widerspiegelt, dass sie es verdient haben, in Würde alt zu werden. Ich fordere euch auf, kämpft an unserer Seite dafür, dass der Mindestlohn der Vergangenheit angehört. Ich fordere euch auf, dass wir dafür kämpfen, dass die Einwanderung in unsere Sozialsysteme beendet wird und unsere erwirtschafteten Mittel wieder für die deutsche Bevölkerung zur Verfügung stehen. Ich fordere euch auf, kämpft dafür, dass neue Arbeitsplätze nicht grundsätzlich Leiharbeiter zum Mindestlohn sind. Und ich fordere euch auf, dafür zu kämpfen, dass unsere Kinder wieder in Schulen gehen können, in denen ordentliche Lehrmittel und anständig mit Lehrkräften ausgestattet sind. Kämpft mit uns für die Arbeitnehmerrechte. Kämpft mit uns, dass wir die Zukunft unserer Kinder verbessern können. Die haben es verdient. Macht mit bei uns bei Alarm und zeigen wir es denen, wie es richtig geht. Dankeschön.